Freunde der großen Kleinbahn. Willkommen in der Niederlausitzhalle Senftenberg. Ja, hier schauen wir uns jetzt eine wunderschöne und vor allem recht große Modellbahnausstellung an. Viel Spaß! Und wir beginnen mit, jetzt hatte ich beinahe gesagt, der Lego-Eisenbahn. Das Thema ist ja nicht so ganz einfach, weil Lego so ein bisschen dazu neigt, dass immer dann, wenn da irgendwer jemand diesen Begriff verwendet und da allerdings auch andere Hersteller von Klemmbausteinen beteiligt sind, dass die dann auch schnell mal die YouTuber abmahnen, anstatt sich darüber freuen, dass über ihr Produkt berichtet wird. Und wir kennen das ja auch von der Modelleisenbahn. Ich meine, es gibt Hersteller, die da untereinander kompatible Produkte versuchen herzustellen, während andere Hersteller da ihre eigenen Normen entwickeln. Das ist ja beim Digitalsystem jetzt auch wieder genauso. Ja. Also da gibt es zwar DTC und was weiß ich hier, Selectrix und dieses MacLean-System, aber es gibt eben innerhalb von DTC auch einzelne Lösungen, die sich dann nicht unbedingt immer miteinander vertragen. Hier würde ich mal sagen, das ist wahrscheinlich nicht Lego, also bis auf die Gleise wahrscheinlich. Denn hier ist eigentlich alles, also ich staune immer, was es da so alles gibt. Ne? An Fahrzeugen, gut, ja, so wie die Militärtechnik. Ja, also da staune ich echt, was es da so alles gibt. Und also für Klemmbausteine, ne, kommt es ja relativ nahe ans Original. Ne, ist natürlich jetzt nicht so vergleichbar mit, ich weiß, was das jetzt für eine Spur ist, 0 oder was. Ist es natürlich nicht vergleichbar mit dem, was dann andere Hersteller machen. Aber also ich bin da immer so ein bisschen positiv überrascht. Ja, hier haben wir auch noch, ja, einen schönen, also es gab ja mehrere Anlagen. Hier ist auch, sagen wir mal, ein schöner Modellbahnverkehr mit relativ langen Zügen. Also da kann man nicht meckern. Gut, jetzt auf die Weichen, das sind jetzt eher so Gleisabknickstellen. Aber das ist halt, eben eigentlich Spielzeug. Ja, ist so eine Modellbahn genau genommen auch. Hier haben wir sogar noch Epoche 2. Rheingold. Das ist schon, es hat was. Schauen wir hier nochmal hin, was da so alles Schönes gebaut wurde. Für mich ist das eigentlich hier sozusagen der ideale Einstieg für Kinder in das Thema Modellbahn, weil man wirklich hier alles selber bauen kann. Also Fahrzeuge, die Häuser ringsrum, Bäume, alles. Aber es ist eben, wenn ich mir das hier so angucke, ja, dann möchte ich wissen, wie viele Tausende von Euros da hier drin stecken. Also das ist dann wieder das, was bremst. Ja, und dann gibt es hier auch die Kinder. Kamera läuft. Jetzt müssen wir mal hier an diese wunderschönen Büsche ranfahren. Das war eigentlich auch geplant, mal ein Film über Bahndämme. Und da sollte es auch konkret über den Bau von solchen Büschen gehen. Ganz so weit bin ich aber noch nicht. Also ich muss mich da noch ein bisschen befleißigen, dass das dann auch eine ähnliche Qualität hat. Was für ein Begraser Sie an der Benutzung? Also ich hatte bisher den von Noch genommen und jetzt aber von Green, diesen Greenkeeper. Und? Unterschied? Ja. Gravierend. Ja. Ich habe den mit 35 KV-Leistung und ja, das ist schon, das lässt sich einfach besser arbeiten. Mhm. Schon bei dem Noch-Begraser ist der Abstand ganz wichtig, also so gering wie möglich zu der begrasenden Fläche. Und bei dem Greenkeeper, je höher die Leistung ist, umso einfacher lässt sich das auch handhaben. Ja, wunderbar. Nee, ich hatte sonst immer so, wenn mich immer jemand gefragt hat, Greenkeeper mehr Leistung, noch Licht besser in der Hand, weil das ja wie eine Taschenlampe ist. Genau, also das kann ich bestätigen.
Ist mir aber vom Prinzip her dann vom Ergebnis her wichtiger gewesen, ein besseres Ergebnis zu erzielen als jetzt die Handhabung. Mit dem Knopf drücken und das gleichzeitig führen ist ein bisschen schwieriger. Also das stimmt. Achso, bei Moch kann man nicht absetzen, da muss der Finger immer drauf bleiben. Nee, bei dem Greenkeeper muss der Finger immer drauf bleiben. Nee, eigentlich nicht. Na gut, man kann nur kurz antippen. Naja. Ja. Also gut, ich habe den jetzt hier mit 50. Ja, das. Der hält 50 das, oder 55, weiß ich selber gar nicht mehr. 50, glaube ich. Ja, der hält das. Aber das ist ein natürlich fürchterlicher Batteriefresser. Das ist unfassbar. Also ich habe ja auch am Stand dann schon mal gesagt, wie sieht es denn erstmal mit einem Netz hier, mit einem Netzanschluss. Da wollte er gar nicht ran. Ich meine, da brauchen wir ja so ein CE-Zeichen. Also da wollte er sich auf keine Diskussion einlassen. Ist es aber schade, weil ein Kumpel von mir, der hat ja dieses Gerät von Marc, das ist ja auch in manchen von meinen Videos zu sehen. Also das hat den Netzanschluss und das ist einfach top. Ja, also da. Gut, ich bedanke mich. Alles klar. Ja, hier nochmal als Foto. Das Ganze nennt sich der stille Winkel. Und das sind also immer so, naja, Mini-Anlagen mit einer super Beleuchtung und einem schönen Hintergrund. Ich bilde mir ein, ich habe also in Dresden und auch in Leipzig auch schon auf der Messe gesehen. Ja, solche Fotos mache ich dann immer, um mich daran zu erinnern, um was es da ging. Also wenn ich das vergesse vor der Anlage, dann naja, dann vergesse ich es halt, was es war. Ich hätte es ja Scholzerama genannt, ne? wenn ich das den Namen hätte aussuchen können. Aber so Wortspiele gelten ja mittlerweile als verpönt. Hier nochmal die andere Seite. Na, also die Büsche und Bäume, das sieht schon top aus. Ne? Also er hatte auch auf der Messe, hier war es alles ein bisschen kleiner. Auf der Messe war dann auch so Beispiele, wie er halt die Bäume baut. Ich hatte es in Bilde mir ein, ich habe es in meinem Messevideo auch damit eingearbeitet. Na, also wir hatten da auch wieder eine Baumdiskussion, wie baut man Bäume. Ich habe dann wieder meinen Vortrag gehalten mit den drei Methoden, die ich jetzt sehe. Ich meine, es gibt sicher noch ein paar mehr. Na, die will ich mir aber mal aufheben, falls ich dann doch mal irgendwann mein Baumbau-Video in der Reihe bekomme. Das wird das dann. Naja, hier nochmal alles, so der ganze Stand. Na, also, ja. Ist also unten dann so ein bisschen die Methodik. Na, hier geht es also um Felsen bemalen. Das haben wir, glaube ich, gleich noch als Bild. Also hier Felsen in Gewässer. Also wirklich mit einfachsten Methoden maximale Ergebnisse. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Ich werde trotzdem lieber Harz nehmen, einfach. Weil es dann doch ein bisschen mehr Tiefe gibt. Aber das ist natürlich auch viel unkomplizierter und es kann viel weniger schief gehen hier. Und es sieht top aus. Na, hier dann nochmal das Bemalen von Gips. Also ich bin ja auch immer so, gut, das ist jetzt auch eine Betonfläche, ne? Da sieht man ja den Abdruck von den Brettern noch. Also es gibt immer dieses Betongrau und dann wird dann noch drauf gealtert und naja, das kann man immer an Probestücken probieren. Also das, so viel kann man da nicht falsch machen. Ja, wir sind bei der Nachbaranlage. Ich glaube, das Thema hier sollte bekannt sein. Ich kenne jetzt den Inhalt nicht, weil es ist ja, ich bin ja, glaube ich, nicht die Zielgruppe. Das ist also hier Jim Knopf und der Lokomotivführer, na, wo dann ja hier Märklin diese Lok rausgebracht hat. Das fällt mir gerade ein, das war glaube ich die einzige Märklin-Anlage, die dort zu sehen war. Ja, dann haben wir hier, da hinten steht Modellbahn Club Guben, ich hoffe, dass es das ist. Dass ich jetzt hier keinen Unsinn erzähle. Also es war auch so, dass viele Anlagen, das kenne ich eigentlich aus Leipzig nicht, da war immer so eine einheitliche Beschilderung. Was ist das für eine Anlage, wo kommt die Modellbau her? Immer alles einheitlich. Und hier, ich weiß nicht, ob die wollten, dass man mal nachfragt oder so, aber ich habe dann immer das Problem, ich habe dann zwar teilweise nette Gespräche, aber wenn ich dann hier das Video zusammenschneide, ich weiß es einfach dann nicht mehr. Also das ist leider das ist der Kopf in sie. Naja, hier ist alte Kinder, die haben jetzt irgendwie nicht so das tolle Programm.
Das ist jetzt nicht so durch die Kamera, sondern das war wirklich so. Ja, der Monitor hatte hier leider seine besten Zeiten hinter sich. Aber es war eine tolle Idee, das so zu machen. Ja. Manchmal ist es ja auch so, man hält mit der Kamera drauf und die Kamera versaut das dann, ne? Weil das schon quasi Videoaufnahmen sind und die kommt dann nicht mehr rüber. Aber es sah in Wirklichkeit wirklich so aus. Hier ein schöner großer Bahnhof. Im Moment gerade kein Verkehr, ich weiß, da war glaube ich irgendein Problem. Die haben da irgendwas gebastelt, während ich da rumgelaufen bin. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Aber so ansonsten ist es ja keine schlechte Anlage. Hier kommen wir zu einem der Highlights auf der Ausstellung. Das ist also eine Apache 1 Anlage, wo also hier der Zeppelin gerade die Zeppelinhalle verlässt. Im Vordergrund ein riesen, also für die damalige Zeit ein riesen Flugzeug. Alles im Ganzen eine N-Anlage mit Hafenthema. Dann hier auch so ein bisschen irgendein uralt Kreuzer. Ich bin mir ein, die hatten irgendwie mehr Schornsteine damals. Ja gut, ich kenne das Vorbild nicht. Ja, sehr schön gestaltet. Sehr auch so von der Idee her schön. Man hatte sich auch, also bei vielen Anlagen, hier sehen wir ja die Beleuchtung oben, bei vielen Anlagen ist auch immer so ein bisschen das Problem, dass wir naja, dass die stehen halt im Dunkeln. Ne? Das ist, die sind zwar schön gebaut, aber dadurch, dass die im Dunkeln stehen, sieht man da einfach nichts. Ja, das ist dann irgendwie alles ein bisschen grau. Und hier, das ist schon schön gemacht. Ja, die haben die damalige Zeit gehört. Keine Ahnung. Ja, es ist. Naja, es ist ein bisschen gemischt. Ne? Also die Fahrzeuge, die sind dann eher so. Ende Epoche 12 würde ich sagen. Aber das ist, wollen wir jetzt das nicht so päpstlicher sehen als der Papst. Ja, jetzt habe ich hier den Originalton jetzt ein bisschen rausgenommen, dadurch, dass ich also drauf quassle. Also hier wurde auch vieles animiert. Ja, erstmal die Brücke hier, die hier schwenkt, die Eisenbahn und Straße, gleichzeitig Straßenbrücke. Ja, das Boot hat noch so ein bisschen eine Überlegungs. Überlegungsmoment, da hängt irgendwas. Aber naja, es ist halt der Vorführeffekt. Ne? Das hat bestimmt hunderte Male geklappt. Und wenn ich jetzt die Kamera raushole, beziehungsweise ist ja das Handy, dann schlägt der Vorführeffekt komplett zu. Ja, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Irgendwelche Kühltürme, würde ich schon mal tippen. So, dann haben wir hier, weil wir haben ja nicht schon genug Highlights, kommt noch ein Highlight. Na, also ein Schiffshebewerk, auch ganz fantastisch gebaut. Und das alles in Spur N. Also da. So, und das war noch nicht alles. Wir haben noch nicht alle Highlights abgearbeitet. Elektrischen Betrieb, eine kühne Brücke, ein Zug, der hier irgendwie gestrandet ist, weil das Signal war eigentlich sofort. Ja, ja, das ist halt Ausstellungsbetrieb. Wobei die Ausstellung hatte gerade erst angefangen, also ich war da so, und jetzt haben wir hier Winter. Und sehen plötzlich ein Schmalspurthema. Ne? Also wir sind ja in der Spur N. Also ich finde schon herausragend, dass es in TT eine Schmalspur gibt, aber es gibt auch in N eine Schmalspur. Das ist also NM. Ne? Das wäre also jetzt im Vorbild die Meterspur. Ist ja Herz, also Herzquerbahn-Thema. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Ja, hier nochmal. Von der Seite, ne, schöne kleine Harzbahnfahrzeuge. Also ich war schon sehr überrascht. Ne, aber irgendwann ist halt immer das erste Mal, dass man sowas sieht. Ja, um das alles noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, gibt es also hier auch eine weitere Schmalspurbahn. Das ist also Molly, die da von also Bad Doberan Kühlungsborn fährt. Und die gibt es wohl nur hier bei diesem Anbieter, der auch
naja, in Spur T aktiv ist. Das ist ja die kleinste Spur, wo es also noch einzelne Fahrzeuge mit einzelnen Antrieben, also Minimotor in den Lokomotiven gibt. Die Fahrzeuge aber schon per Magnet auf dem Gleis fixiert werden, damit das also alles wirklich richtig funktioniert. Das ist ja alles sehr, sehr leicht. Ne? Hier so kleine ja, Mini-Dioramen. Ne? Ich habe das extra dann hier den Euro hingelegt, dann habe ich dann auch wieder mitgenommen. Also das war ja meiner. Danach also nicht von Anfang an dort. Ein amerikanisches Thema mit einer winzigen Brücke, also das ist auch, weiß nicht, ob das 3D-Druck ist oder das ist wirklich sehr, sehr winzig. Ja, also wer Anlage bauen möchte, ne, die da eine entsprechende Haus- und eheverträgliche Größe hat, der kann das hier machen. Ne. Das ist also, weiß nicht, also DIN A, ist ein bisschen größer als DIN A4, ein bisschen kleiner als DIN A3, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, also das ist schon toll. Ich hatte so eine Idee auch mal, bin dann aber beim Basteln der Häuser gescheitert, ne, weil da hatte ich noch keinen 3D-Drucker. Ja, und hier nochmal ein paar Fotos von der Anlage, dass man da, naja, nicht so in dem hektischen Videoschwenk sich das alles nochmal anschauen kann. Von dieser Anlage war ich wirklich richtig beeindruckt. Also das muss ich sagen. Ja, das war schon was ganz Besonderes. Hier nochmal der Elektrobetrieb. Hier ist der Hintergrund leider ein bisschen unscharf. Das ist nicht so schön. Dann das Schiffshebewerk nochmal. Also keine Ahnung, ob es das irgendwo zu kaufen gibt oder ob das wirklich hier in Eigenarbeit. Das würde ich immer noch für Kühltürme halten. Na, die eigentlich dazugehörige Fabrik, die ist hier gemalt im Hintergrund. Hier haben wir nochmal den Hafen mit einem Segler. Ne? Hier verbinden sich so die verschiedenen Modellbaubranchen. Ne? Also Modellbahn, Schiffsmodellbau, dann um die Ecke dann noch der Flugzeugmodellbau. Beim Hafenbecken, also ja, finde ich ja doch noch was zu meckern. Ne? Also hier, weil ich weiß nicht, ob sich da was bewegen soll, aber hier hätte dann doch noch die eine oder andere Schicht Klarlack drauf gemusst. Also man sieht ja hier die Pinselstriche, das sollte eigentlich nicht sein. Na, hier sieht es ein bisschen besser aus. Aber das ist halt Wasser, ne? Das muss ein bisschen mehr glänzen. Ansonsten ist der Farbton von dem Hafenbecken natürlich gut getroffen. Also hier gibt es da manche Modellbauer, die dann anfangen, da irgendwelche blaue Farbe zu verwenden. Das ist also im Hafenbecken dann wirklich völlig fehl am Platz. Hier auch mal zum Thema Felsen. Ne? Das ist ein Kreidefelsen. Hier also unter anderem auf Rügen vorzufinden ist. Naja, und hier nochmal Zeppelin im Flugzeug. So, wir sind jetzt hier bei 18 Minuten. Ich würde das jetzt nicht, also weil das gesamte Videomaterial, das sind im Moment 48 Minuten. Es sind noch ein paar Bilder drin, die jetzt ja immer hier auf 4 Sekunden eingestellt werden, aber das heißt, das wird noch ein bisschen länger. Deshalb würde ich an der Stelle jetzt erstmal abbrechen und euch auf den nächsten Teil vertrösten, wo wir dann, naja, wieder was von der Ausstellung sehen, vielleicht alles, und wenn es dann wieder etwas zu viel wird, wird es dann vielleicht noch einen dritten Teil geben. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, es hat euch gefallen und macht was draus.